Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Twin Sector. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part und möchte mich vorweg ganz, ganz herzlich bei euch entschuldigen. Und zwar für meine eigene Dummheit. Ja. Es hat 8 Parts gedauert, bis ich eine sehr wichtige Funktion in diesem Spiel gesehen und gelesen habe. Und zwar wisst ihr doch sicher noch, dass ich mich sehr, sehr häufig über etwas merkwürdig gesetzte Checkpoints beschwert habe. Ja. Also ich sage jetzt zum Beispiel nur Müllschleuse, dieser Anfang, wo ständig dieser Dialog zwischen Oscar und Ashley begonnen hat, weil ich es nicht gerafft habe, wie ich an diesem Sicherheitsspot vorbeikomme. Ja, hätte ich mir alles sparen können. Und euch natürlich auch, ich hätte euch das ersparen können. Aber nein, ich bin Sky und ich mache mir die Spiele selbst schwer, ich mache mir das Leben schwer. Wie gesagt, Quick Save, Quick Load gibt's in diesem Spiel. No, beziehungsweise yay, aber... Ja, nee, also es tut mir wahnsinnig leid, jetzt habe ich es begriffen, es gibt eine Schnellspeicher- und Schnellladefunktion. Das heißt, es sollte jetzt doch relativ zügig weitergehen. Also zumindest in Sachen Gameplay, was die Rätsel betreffen, die vielleicht noch kommen mögen. Ja gut, das sieht natürlich anders aus. So, ihr seht hier, ich habe den Müllball wieder platziert. Ich muss jetzt wieder zurück hier, wo ich ja beim letzten Mal grandios runtergestürzt bin. Quick Save. So, jetzt aber. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt wirklich funktioniert. Wir müssen ja, wenn ich mich recht entsinne, eine Tür mit dieser Kugel eindrücken. Und zwar genau die hier. Und die Kugel müsste jetzt über uns sein. Und ich hätte ein Fass mitnehmen sollen. Nein! Ah, Leute! Moment, nee. Ach, da steht doch, da ist doch ein Fass, oder? Nee, Quatsch. Ist da vielleicht unter der Treppe noch irgendwas? Ich will da jetzt nicht nochmal zurück. Das ist doch scheiße. Ah, okay. Das sollte genügen. Hoffentlich. Ich hoffe, ich kann das auch hochschleudern, auch wenn es natürlich schwerer ist als ein Fass. So, jetzt mal hier positionieren und wegdrücken. Jawohl. Ah, Gott sei Dank. Okay, dann schauen wir mal, ob das tatsächlich funktioniert. Mit der Kugel. Wie ein Blatt Papier. Blumpt. Okay, hatte ich mir jetzt etwas... wie soll ich sagen, beeindruckender vorgestellt, diesen Einschlag. Aber okay, Hauptsache die Tür ist offen. Sehr schön. Ah, und ein Spielstand wurde auch gespeichert. Kontrollpunkt hier. Sehr schön. Das heißt, ich komme jetzt endlich wieder ein Stückchen weiter. Ah, ist das toll. Gut, dann schauen wir mal, was uns hier geboten wird. Eine Tür, Laser, Schalter, noch eine Tür. Aha. Oh, hier fehlt wohl... Ja. Scheiße, hier fehlt eine Sicherung. Ja, okay, alles klar. Gut, dann... Hier komme ich nicht weiter, oder? Nee. Gut. Ach, Keycard benötigt. Super. Ihr macht Sachen. Laser, da komme ich nicht vorbei. Da ist auch ein Knopf neben dem Laser. Moment, dann gehe ich mal kurz zurück, hole mir diesen Container, weil der ja größer ist als ein Fass. Moment, muss ich gar nicht. Ich kann ja von hier einen nehmen. Da waren ja genau einige. So. Wobei, vielleicht hätte ich sogar die Müllkugel verwenden können. Also für den Laser, nicht für die Tür. Das glaube ich nicht. So. Dann versuchen wir mal das halbwegs gerade abzusetzen. Ist ja nicht so einfach hier in dem Spiel. Okay. So. F5. Ha! Ich habe gelernt. Was macht der Schalter hier? Ah. Ah, okay. Oh. Hier hat es eine Glasscheibe. Die kann ich, glaube ich, zertrümmern. Ah, hier ist Propangas, okay. Brauche ich wohl auch nochmal irgendwann. Moment, der Schalter. Ja, das stellt den. Ja, dann kann ich mir die ja ausleihen hier. Diese. Ja, Tonne, diesen Container halt. Ja, genau. Das funktioniert sehr schön. What? Ah, come on. Nicht genug aufgeladen, oder was? So, jetzt aber. Okay, schauen wir. Ach, da liegt doch schon was. Keycard. Ja, schön. Das ist doch dann hier für... Moment. Ich will mich hier nicht selbst aussperren. Ich kenne das doch schon. Das schaffe ich auch ganz gerne mal. So. Vorsichtshalber noch ausstellen. Jetzt müsste ich ja... Genau, jetzt kann ich die Tür öffnen. Sehr schön. Und jetzt kann ich was machen. Hier ist noch eine Tür. Auf die... Ach, die sieht zerstörbar aus. Okay. Oh, da liegt was dahinter. Das brauche ich wohl, ne? Ich frage mich, ob ich diese Tür mit der Müllkugel zerstören kann.
Wobei, dann wären ja eigentlich diese Proban-Dinger relativ sinnlos, ne? Aber, hey, wir schauen mal. Okay. Nein, 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 nein. Oh Gott, ja, ich hasse sowas in Spielen, wenn ich da selbst was steuern muss. Irgendwie Gegenstand rum. Schießen und rum. Nein, 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 nicht in den Laser, nicht in den Laser. Okay, okay, alles gut. Weil wirklich nehmen kann ich sie nicht, also die Kugel. Ich kann sie nur steuern. Ich kann sie nicht in die Hand nehmen. Dafür ist sie wohl zu schwer. Aue. Und eigentlich hätte ich schon 1000 Mal erschlagen werden müssen, aber okay. Nein, nicht ranziehen, wegstoßen. So ein bisschen wegstoßen. So. Jetzt mal mit Schmackes daneben fahren. Auch gut. Ist gar nicht so einfach. Haha! I'm genius! Sehr schön. Aber doch, huch! Achso, die Kugel ist auf den Schalter. Ja gut, ich hoffe mal, ich brauche das jetzt hier nicht. Und hier ist... Gute Neuigkeiten Nummer 9. Während der letzten Tracer-Attacke wurde der Feind selbst vernichtet. Und ich habe gerade seine Station eingenommen. Seine Station? Jetzt haben wir ihn, nicht wahr? Richtig. Und das Beste ist, die Station ist nicht weit weg von hier. Hm, wer weiß, vielleicht war es letztendlich gar nicht so schlecht, durch das Entsorgungsnetzwerk zu gehen. Aha. Okay. Ja gut, also demnach dürfte es dann ja jetzt solche Sicherheitsdrohnen gar nicht mehr geben. Also zumindest jene, die mich angreifen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Okay. Ja, whatever. So, dich nehme ich wieder mit. Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal irgendwann brauche. Jetzt habe ich die Sicherung. Also ich zumindest mal raus möchte ich dich hier haben. Raus aus der Tür. Komm. So. Okay. So, jetzt müsste ich eigentlich... Ja, braves Kügelchen. Eigentlich diese Tür öffnen können. Also was, ich nehme dich trotzdem mit. Man weiß ja nie. Aber ich frage mich... Moment, nein, ich möchte jetzt noch was testen. Ich weiß, ja, tut mir leid, aber ich möchte das einfach testen, ob es anders auch möglich gewesen wäre. Ich glaube nämlich schon. Und zwar, hier hat es ja, genau, die habe ich ja gesehen. Und ich schätze mal, die sind für einen Laser. Oder? Ja, sieht so aus. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich es auch so machen können. Zeigen die jetzt zur Tür? Ja, nicht ganz. Ah, okay, aber ich glaube, ich hätte es auch so machen können, dass ich den Laser vor der Tür positioniere und dann so eine Probangasflasche gegen den Laser werfe. Das, also eigentlich hätte es so auch funktionieren müssen, aber hey, was soll's. Aber finde ich schon wieder schön, dass mir das Spiel da wirklich quasi zwei Varianten gibt. Oh, schön geparkt, genau, da wollte ich es ja auch. Alles klar, aber jetzt weiter im Text, ich wollte nur gucken, ob das auch möglich gewesen wäre. Ich könnte ja mal F5 drücken, ne? Jetzt, wo ich es habe. So. Ach, schön. Okay, was haben wir hier? Einen großen Raum. Das sieht aus wie ein Aufzug. Da ist auch Knöpfchen. Okay, nee, komm mal runter. Was? Ach, du gehst gar nicht weiter runter. Hm. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, ich katapultiere mich hier mal hoch. Uff. Okay, hier ist auch nochmal ein Aufzug. Und hier ist eine Tür. Die ist kaputt. Sieht aber auch okay, die sieht zerstörbar aus. Das heißt, ich muss wohl diese Kugel... hier rauf transportieren, aber wie? Wo ist die Kugel eigentlich? Die müsste da unten irgendwo im Eingang liegen, ne? Ja. Ah, stehe ich zu weit weg. Hm. Egal. Gucken wir mal, wo die Reise hier hinführt. Ins Verderben, wie es aussieht. Okay, da liegen ein paar Container, ein paar Fässer stehen rum. Ah, und da drüben ist ein Schalter. Oh, das sieht gefährlich aus. Ich speichere nochmal. Gucken, ob ich da überhaupt drüber komme. Ah! Okay. Das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Okay. Ach, ist das schön. Was? Willst du? Aua. Aber ich lebe noch. Ach, hier kann ich wieder raus. Ja,
Okay, wäre zwar jetzt wahrscheinlich schneller, wenn ich Quickload machen würde, allerdings, ich lebe ja noch, ne? Also ich mache das jetzt nicht so von wegen, ach, da könnte ich 2 Meter weniger laufen oder müsste ich 2 Meter weniger laufen, deshalb mache ich jetzt gleich mal wieder Quickload. Nee. Okay. So. Ich glaube, ich habe zu hoch gezielt. What the fuck? Ach, jetzt mal ehrlich. Stehe ich da zu weit weg? Ja, aber wenn ich zu weit weg stehe, dann komme ich ja gar nicht rüber. Das kann ja auch nicht sein. Au. Ashley. Komm schon. So. Weil ich glaube nicht, ich meine, ich kann schon versuchen, mich wegzudrücken. Aber hier ist die Decke halt gleich, ne? Das heißt, ich würde mir meine schöne Frisur, würde ich mir ruinieren und trotzdem in die Tiefe stürzen. Nehme ich an. Ah, Moment, wenn das hell wird, dann... Ja, das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt. Muss ich mich doch wegdrücken? Ja, dann versuche ich es halt mal mit wegdrücken. Dann muss ich halt so schräg ansetzen hier so. Dann muss ich mich zwar umdrehen dabei, das heißt, ich sehe hier nicht, wo ich hingeschleudert werde. Oh mein Gott, was soll's. Ja, das hat auch gut funktioniert. Fail. Aber schön, dass es jetzt wenigstens mit dem, mit den Quicksaves und so klappt. Ey, das klappt halt. Wo stand ich denn da? Ach, das ist eine Einbuchtung. Da ist eine Einbuchtung. Mein Gott, okay. Scheiße, wäre ich oben stehen geblieben, hätte ich wahrscheinlich nochmal... Was ist, wenn ich hier drauf springe und dann von hier mit voll aufgeladen... Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Kann ich mich nur vom Boden wegdrücken oder was? Weil so komme ich nicht, das kann ich, glaube ich, knicken. Ach, ich komm... Ach, ja. Sky lernt halt mal wieder auf die harte Tour. So, was machst du denn jetzt eigentlich? Das Geräusch kenne ich doch. Ist das hier Low Gravity? Ah, okay. Low Gravity. Tatsache. Okay. Jetzt ist nur die Frage... Hat's hier draußen auch Low Gravity? Na, nicht wirklich. Ach so, Moment, dann es heißt, ich muss wohl die Kugel, weil ich bin mir sicher, dass ich die für die Tür brauche, hier runter schubsen, runterbringen in diesen Low Gravity Bereich und dann quasi von der anderen Seite. Du stehst mir im Weg, Kugel. Danke. Dann muss ich wohl hier hoch. Und jetzt die Kugel ranholen. Ich hoffe, das geht so weit. Nein! Boah, okay, das könnte ein bisschen tricky werden. Ja, super. Ja. Boah, was bin ich froh, dass du mich nicht erschlagen kannst, Kugel. Das kannst du ja glauben. Das heißt, ich sollte jetzt sehr, sehr vorsichtig diese Kugel... Scheiße, jetzt weiß ich auch, warum der nur nach oben geht, dieser Aufzug. Komm rein. Komm rein. Na? Okay, so, aber hier, bleib bitte jetzt liegen. Gott, das ist eine Fummelarbeit jetzt hier. Du liegst nicht richtig drauf, ne? Okay, so. Wehe, du fällst. F5, so. Aue. So, das heißt nämlich, ich muss dich jetzt wohl hochbringen. Höher. Wahrscheinlich sogar ganz rauf, oder? Nee, das ist zu... das ist viel zu hoch. Sollte eine Linie bilden in etwa. Ja, okay, das könnte hinkommen.
So, das heißt, ich muss die Kugel jetzt hier rüberbringen. Das sollte ja schon die richtige Höhe in etwas sein. Wenn ich mich nicht völlig irre. Die Frage ist, komme ich da jetzt wieder hoch? Zur Kugel. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Das kann... Nein! Nein! Ich hasse dich, Kugel! Ich hasse dich! Nein! Nein! Nein, 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 nein! So! Okay! Alter Schwede! Okay, 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 okay. Boah, ist das eine Futzlarbeit! Das glaubt er gar nicht! Nein, 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 nein. Bleibt da jetzt nicht irgendwo. Ui, 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 die liegt nicht gut hier. Okay, okay, okay. Alter Schwede. Was ein Krampf. Boah, aber Gott sei Dank ist es so bemessen, dass die echt nicht hier irgendwie runterdotzen kann. Das hätte mir noch gefehlt jetzt. Alles klar. Sehr schön. Puh, ha. Kugel, gehst du mir mal aus der Sonne hier? Seriously? Dann hau ab. So. F5, F5. Ach, da war sogar ein Kontrollpunkt. What? Ich dachte, gibt's nicht mehr. Wieso denn? Warum? Wo geht's denn hier hin? Als. Obwohl, die fliegt zu hoch, ne? Diese Sicherheitskontrolle. Ich hau ab. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, wo die Drohne jetzt hin ist. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Seriously? Das ist eine Nebelsuppe. Ich sehe nichts hier. So. Irgendwo dotzt die Gegend, aber das ist mir gerade sowas von egal. Das könnt ihr mal glauben. Okay. Boah. Und weg. Oskar, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Wie war das von wegen hier, ich habe die Station des Feindes eingenommen? Hm? Wieso? Oder hat die Oskar gesteuert? Ich meine, sie ist mir auch nicht nachgeflogen, das kann natürlich auch sein. Ich will sie jetzt auch nicht austesten, ehrlich gesagt. Nee, komm, wir gehen hier. Nummer 9, ich bin zurück. Wo bist du gewesen? Während der letzten paar Stunden hat der Feind versucht, mich auszuschalten. Ich bin besorgt, denn er ist sich jetzt darüber im Klaren, dass du kommen wirst. Aha. Aha. Also da scheint wohl gerade ein Kampf stattzufinden zwischen zwei KIs oder wie. Oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es scheint, als wäre dieses Kapitel jetzt vorbei. Kann das sein? Ja, Stunde 7. Verteidigung. Oh, das klingt gut. Not. Jetzt warte ich nochmal auf einen Dialog. Nummer 9, ich erkenne hier keine Tracer mehr. Sieht so aus, als sei dieser Bereich viel zu weit unten für sie, um uns zu finden. Wirklich? Wie würdest du denn das hier nennen? Unmöglich. Der Feind muss mich mit falschen Informationen versorgt haben. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich mache hier mal Schluss. Fängt gut an. Kann ich dich eigentlich wegstoßen, oder... Kann sich sogar ein bisschen zurückstoßen. Interessant. Ja, sei es drum. Ich werde zwar jetzt nochmal versuchen zu sprinten. Wir laufen ja auch so schnell. Wäre da ein Schalter gewesen für den. Das wäre natürlich. Vielleicht hätte ich die sogar einsperren können. Die sind aber auch teilweise echt schnell abgelenkt, ne? Das muss man auch mal sagen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich sag nur Müllschleuse. Puh. Alright, gut. Ich hoffe, ich bin hier sicher. Also ist mir... Ja, ich habe die nicht gerne im Rücken, aber ja, ist wahrscheinlich auch verständlich, ne? Ich glaube, hier ist es nochmal sicherer. Alter, wie groß? Wo? Ah, hier liegt was. Okay, nee, aus jetzt. So, ich drücke F5, das heißt, ich kann sowieso genau hier weiterspielen das nächste Mal. Meine Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das Ganze mit Oskar wird immer so ein bisschen ominöser. Und ja, also mittlerweile bin ich auch eher... Anfangs dachte ich echt noch so, ach ja, nette, schöne, süße KI, die mir da ein bisschen durch das
Zentrum hier hilft und ein bisschen unterstützend auf mich einspricht hier, so motivierend und bla bla. Aber Sonnenblume, ich glaube, du hattest echt auch recht. Das dürfte wohl eher nicht der Fall sein. Mittlerweile denke ich echt, das ist eine schizophrene KI. Wir werden sehen irgendwann, hoffentlich. Ja, in diesem Sinne, mein Lieben, wie gesagt, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.